Willkommen zu unserem Lernvideo. Heute haben wir das Thema Spanien. Spanien ist das drittgrößte Land Europas. Am 6. Dezember 1978 wurde Spanien offiziell gegründet. Die Hauptstadt Madrid wurde Ende 9. Jahrhundert gegründet. Somit ist die Hauptstadt älter als Spanien selbst. Was wir als Spanisch bezeichnen, ist in Spanien als Castellano allgemein bekannt. Castellano wird im ganzen Land gesprochen und ist eine offizielle Landessprache. Daneben existieren drei weitere Sprachen: Gallego, Galizisch, Katalan, Katalanisch und Vasco, Baskisch. Wie wir wissen, ist Spanien bekannt für ihr Essen. Zum Beispiel diese Geschichte ist ziemlich bekannt. Laut dem Guinness-Buch der Rekorde ist das Sobrino de Botín das älteste Restaurant der Welt, das noch in Betrieb ist. Es wurde 1725 eröffnet und befindet sich in der Calle Cuchilleros im Zentrum von Madrid. Das Restaurant ist nicht nur für seine lange Geschichte bekannt, im Laufe der Jahre wurde es mehrfach für seine traditionelle Madrider Küche ausgezeichnet. Auch einige der beliebtesten Hotels in Madrid befinden sich in der Nähe von Sobrino de Botín. Jetzt kommen wir zur Iberischen Halbinsel. Die Iberische Halbinsel ist der Teil Europas, der südwestlich der Pyrenäen und damit südwestlich von Frankreich liegt. Spanien nimmt 80% der Iberischen Halbinsel im Südwest Europas ein und 20% belegt Portugal. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen und ihr habt was Neues gelernt. Vielen Dank fürs Zuschauen.